Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mirror 2 mit eurem Gabra Saro. Und wir wurden in der letzten Folge leider erwischt. Wir schnüffeln hier ein wenig in der Mine herum und wir haben herausgefunden, dass Angelina anscheinend auch herumschnüffelt, genauso wie wir es tun. Also gehört sie wohl nicht zu dem Orden, so wie ich es jetzt herausbekommen habe. Dann haben wir noch gehört, dass der Penner irgendwie ein Gedicht über Mord und Totschlag gehört hat. Und ja, genau, hier in der Nähe der Mine, deswegen sind wir hier hingegangen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir hier eine sinnvolle Idee haben, wie wir hier abhauen können. Verdammt! Was? Verdammt! Komm schon, irgendwie ging die verdammte Tür doch auf! Verdammt! Die war doch auf. Oh nein, jetzt sag nicht. Ich habe jetzt gedacht, hier mit dem Einbruchswerkzeug, boah, das ganze Hämmer an der Tür, das macht einen völlig wahnsinnig und kirre. Wie kriege ich denn jetzt die Tür auf? Oh oh, jetzt nur noch den richtigen Hebel ziehen. Ach, so war das. Ich hatte oh Gott, schon ewig her, dass ich hier die Hebel betätigt hatte. Und dadurch ging die Tür auf. Oh Gott. Und? Okay, jetzt ist die Tür offen. Raus hier! Ja, aber bitte mit Schmackes. Oh Gott. Aber ich komme doch da niemals hoch. Das ist doch eine Sackgasse. Erstmal hier die Tür wieder verschließen. Gott sei Dank. Nein, nein, nein. Wir nehmen jetzt erstmal wieder die Eisenstange. Eine Eisenstange. Mir damit die Kerle vom Leib halten. Nein, du kannst dir damit nicht die Kerle vom Leib halten, sondern wir packen genau, also so wie wir. Ach, schade, 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 schade. Wasserschlauch? Oh Gott. Die eine Hälfte des Schlauchs. Keine Ahnung, wer sie zurückgeräumt hat. Ja, ich auch nicht, du Pfeife. Ah, jetzt kann ich, glaube ich, den Raum fluten und dann kann ich da auch die Kanalisation hochkrabbeln. Das wäre doch auf jeden Fall mal eine coole Idee. Ich weiß nicht, einfach ich. Keine Chance. Wo und wie sollte sich der Schlauch verhaken? Das habe ich mir gerade auch gedacht. In Ordnung. Ich knote den Schlauch mittig an der Stange fest. Okay. Aber wie lang ist denn die Röhre gewesen? Vom Gefühl her war die doch ewig. Okay. Ja, die Stange hat sich oben quer über den Ausgang gelegt. Ja, dann jetzt aber mit Schmackes bitte. Was schieß? Zu spät. Haltet ihn! Ach, die hatten so ein Rohr gehabt. Ja, aber wie cool, dass man jetzt. Also ich finde das gerade voll cool, dass man diesen Weg wieder zurückgeht. Die Frage ist nur, wo ich lang muss. In diesem Abschnitt stinkt's besonders. Ja, du brauchst jetzt nicht noch irgendwelche Bemerkungen zu machen. Ich glaube. In diesem Abschnitt stinkt. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. In diesem. Oder nicht. Ah, okay. Ach, stimmt, wir waren ja erst noch in so einem Zwischending. Also durch dieses schwere Gitter folgen Sie mir bestimmt nicht. Trotzdem sollte ich lieber schnell raus hier. Das sehe ich aber ganz genau so. Boah, ich hab die doch gesehen. Hier vorne rechts, wo, glaube ich, war das, oder? Ja, habe ich richtig im Kopf gehabt. Zum Eingang. Und schnell zu Angelinas Zimmer. Ach, du Kacke! Oh! Oh. Hi, Mary! Boah, hat er mich jetzt erschreckt. Was soll das hier werden? Der Gestank ist im gesamten Hotel zu riechen. Packen Sie sofort Ihre Sachen und verschwinden Sie! Lieben gerne. Ich habe noch etwas sehr Dringendes zu erledigen, Mary. Ich mache auch so schnell ich kann und ich verspreche, es kommt nicht wieder vor. Sicher nicht. Oh Gott. Ich habe jetzt gedacht, jetzt haben sie mich. Also schön, hier bin ich. Was wird gespielt? Hohes Gras, der Leuchtturm. Der Leuchtturm, bei dem wir auch schon mal fast gestorben sind tatsächlich. Gott sei Dank konnten Komm wir damals endlich aus relativ und zeig zügig. Dich. Ums Überleben kämpfen. Ich würde doch alles für dich tun!
Warum hast du mir nicht einfach die Wahrheit gesagt? Boah, wenn sie nicht schon tot ist, wie... Ich hab... Oh nein! Ach du Kacke. Aber das ist doch nicht Angelina, oder? Angelina! Nein! Nein! Ach du Scheiße! Oh nein! Ist das ehrlich Angelina? Da muss sie ja schon gefühlt ewig hier liegen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Angelina sein soll. Wie lange liegt die denn da schon? Und dann waren auch garantiert die Briefe nicht von ihr. Und damit haben wir tatsächlich schon Kapitel 4 abgeschlossen. Das ging ja mal wirklich dann doch recht fix. Wir waren auf jeden Fall gefangen im Schloss von Wales, haben dort die Steinplatte heben können mit dem Geheimraum und dem Tresor. Wir wissen, dass von Samuel und von Richard die Blutproben entfernt worden sind. Angelina liegt dort gefühlt wahrscheinlich schon länger und die Briefe waren nicht von ihr. Stimmt, in der Kanalisation hatten wir auch unheimlich viel Spaß. Wir haben den toten Reginald gesehen und das... kenne ich jetzt gerade nicht. Was war das denn schon wieder? Wow, Kapitel 4 haben wir geschafft. Und nun sind wir in Kapitel 5. Das ging dann jetzt wirklich mal doch schneller als gedacht. Aber fand ich cool. Also Kapitel 4 war ein bisschen mehr Action, fand ich. Auch wenn ich nicht glaube, dass das Angelina war, die dort lag. Auf jeden Fall hat es aufgehört zu regnen. Alles. Ah, wo bin ich? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Vor allem, weil da drin... Sah das vorher so aus? Wer ist da drin und macht Fotos? Ich würde am liebsten vorher mal gucken wollen. Da steht Fuller. Was hat Fullers Grab hier zu suchen? Du Waschlappen! Dich werde ich fertig machen! Das wollen wir noch mal sehen! Okay. Was war das denn? Habe ich einen Geist gesehen? Boah, what? Also das ist doch mal wirklich ein What the fuck Moment. Wen haben wir da jetzt? Mom? Darren? Darren, bist du das? Mom? Was? Aber du bist doch... Du bist nicht länger mein Sohn! Aber ich... Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich glaube auch. Der tritt doch langsam durch. Also Fuller, Mom. Ja, dann wollen wir mal reingehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah! Oh Gott, der Reginald. Oh. Ja, verständlich. Mir würde es auch so gehen. Ich würde direkt mich unter... Weiß ich nicht. Eigentlich würde ich schnell abhauen. Ich laufe doch da nicht rum, wenn ich da Gespenster sehe. Was ist mit uns jetzt los? Hä? Was für ein irrer Traum. What? Wo bin ich? Was war das? Was war Hallo? Das? Wer war das? Ah! Was denn? Hattest du einen Albtraum? Was? Was? Wir sind dead schon wieder. Wer bist du? Ich bin Ralph. Mein Name ist Darren.
Wo bin ich? Ist das hier die alte Akademie? Mhm. Mr. Bubby und ich wohnen hier. Ah! Ich habe die ganze Zeit Bobby als eine falsche Person identifiziert. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, dass der Bobby, der in dem Souvenirshop oder in diesem Museum gearbeitet hat, dass er eigentlich der ist, weil halt wegen diesem Mr. Bubby dachte ich, dass er sich umbenannt hat in Bobby. Das habe ich schon vor einigen Folgen erzählt, ist schon ein bisschen her. Und ich dachte eigentlich, dass der Typ, der jetzt hier drin sitzt, dass er eigentlich dieser Bobby war, aber da habe ich mich ja total geirrt. Das ist hier Ralph mit seinem Mr. Bubby. Das ist so eine komische Puppe gewesen, die wir zusammengepflegt hat. Ja, cool. Ist es nicht gefährlich hier? Das Gemäuer sieht stark einsturzgefährdet aus. Manchmal fallen Steine hinunter, wenn es gewittert und donnert. Oder wenn der Wind doll bläst. Aber dann verstecken wir uns sowieso immer. Mr. Bubby hat Angst vor Gewitter. Gibt es gute Verstecke hier? Vielleicht irgendwelche versteckten Räume oder Gänge? Wir verstecken uns immer hier in unserem Haus. Hier kann uns nichts passieren. Verstehe. Habt ihr das große Feuer am Leuchtturm gesehen? Ja, ich mag Feuer. Dieses hättest du nicht gemocht. Angelina war hier. Sie ist gekommen und dann war dann weg. Und dann wieder da. Und dann war da jemand mit einer weißen Maske. Und dann war da das Feuer. Du kennst Angelina? Ja, sie war schon oft hier. Da war also Angelina und ein Mann mit Maske und dann hat es gebrannt? Ja, erst haben wir uns versteckt, weil es gedonnert hat und der böse Mann uns nicht sehen sollte. Aber dann hat das Feuer so schön geschienen. Da haben wir geguckt. Ich mag Feuer. Ja, und dann? Irgendwann war das Feuer aus. Der Regen hat es ausgemacht. Dann kamst du. Du hast laut gerufen, aber ich weiß nicht was. Dann bist du hingefallen und hast dich nicht mehr bewegt. Mr. Bubby hat gesagt, ich soll dich ins Trockene holen. Sag Mr. Bubby vielen Dank. Das war eine gute Idee. Gern geschehen, sagt Mr. Bubby. Wir bekommen hier nicht oft Besuch. Was passierte dann? Dann kamen die Polizisten. Die mögen wir nicht. Sie wollen uns hier wegbringen. Dann kam noch ein schönes schwarzes Auto. Es sah ganz anders aus als die Autos der Polizei oder die Autos, die wir manchmal im Dorf beobachten. Es sah alt aus, aber ganz schön und glänzend. Aber es war nicht lange da. Hast du gesehen, wer da drin saß? Nein. Ich habe mich ja gerade gefragt, wieso die Angelina, die sah so, dass sie da schon viel länger lag. Aber nein, anscheinend gab es dort am Leuchtturm irgendwie wohl ein Feuer tatsächlich und deswegen, die war verbrannt. Okay, das erklärt es dann zumindest. Ja gut, dann wollen wir mal auf jeden Fall mit Ralph und Mr. Bubby weiterreden. Die haben uns theoretisch ja das Leben gerettet. Kennst du das Schloss Black Mirror? Ich war noch nie da. Ich glaube, da wohnen böse Menschen. Sir Robert hat da gewohnt und der war böse. Das war er. Unser Freund Samuel kannte das Schloss. Samuel Gordon? Er hat mir und Mr. Bubby mal geholfen. Ich mochte ihn. Aber dann, als sie das böse Haus von Sir Robert geschlossen haben, haben sie gesagt, Samuel wäre auch ein böser Mensch gewesen. Ich glaube das nicht. Manchmal tut man Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber man meint es nicht böse. Böse Stimmen bringen einen dazu, sagt Mr. Bubby. Du sagtest, Angelina sei häufiger hier gewesen. Ja? Wann war sie zum ersten Mal hier? Ich weiß nicht. Ungefähr. Was meinst du? Vor 100 Jahren? Und was hat sie hier getan? Sie hat sich alles ganz genau angeguckt. Und dann hat sie unser Haus gefunden.
Sie hat gesagt, sie sucht etwas. Eine Tür, die unter die Erde führt. Als sie gestern hier war und kurze Zeit verschwunden ist, wo war das? Ich weiß nicht. Mr. Bubby wollte sich schön machen für sie und hat nicht hingeguckt. Mr. Bubby wollte sich für Angelina schön machen? Ich glaube, Mr. Bubby war ein klein bisschen in sie verliebt. Aber er hat sich nie getraut, es ihr zu sagen. Und nun ist es zu spät. Vielleicht sagt er es ihr nächstes Mal, wenn sie uns besucht. Meinst du, sie kommt uns bald wieder besuchen? Das weiß ich nicht, Ralph. Vielleicht. Was tut ihr beide hier? Du und Mr. Bubby? Wir wohnen hier. Das sagtest du bereits. Aber habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr wohnen könnt? Nein. Das böse Haus, wo wir früher gewohnt haben, gibt es nicht mehr. Und da wollen wir auch nicht mehr hin. Kann es sein, dass du früher im Sanatorium von Sir Robert gelebt hast? Mhm. Und Mr. Bubby auch. Er beschützt mich und sagt mir, was ich tun soll. Es ist gut, einen Freund zu haben. Das sagt Mr. Bubby auch immer. Ich muss weiter, Ralph. Tschüss. Ich finde den Kerl einfach so sympathisch. Ja? Ich finde den klasse. Ich finde den richtig toll. Dort oben endet die Treppe im Nichts. Sie ist irgendwann eingestürzt. Okay, und Angelina hat hier einen Weg gesucht, um ja, ins Unterirdische zu kommen. Er zeigt so etwas wie einen Troll. Und da frage ich mich natürlich, wo Bedeutung und zu haben. Warum? Vermutlich sollte es nur Besucher einschüchtern. Und vor allem, wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Da stand gerade was von Akademie. Früher muss das hier eine große Halle gewesen sein. Vielleicht mit einem Rundgang. Das sind die Überreste des ersten Stockwerks. Deswegen bin ich da etwas... Mal gucken. Wir schauen uns erst einmal weiter um. Ich glaube, das ist ein Holunderbusch. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Die Äste sind sehr lang und gerade. Das ist typisch für die. Es ist ziemlich schwierig, solche Äste abzubrechen, wenn der Strauch in vollem Saft steht. Sie haben eine dicke, flexible Rinde und einen fasrigen Innenteil. Die brechen nicht einfach durch. Es ist ziemlich schwierig. Sie haben eine dicke... Ja, ist ja gut. Die haben eine dicke Blablabla. Und ich komme da wahrscheinlich nicht zu den... Ah, doch. Ich komme sogar ohne Probleme zu den Ruinen. Hoppala. Ich dachte, dass der Busch den Weg versperren würde. Aber anscheinend nicht. Ein Schachbrettmuster und ein Rabe. Der Rabe kam aus einer Felsspalte geflogen. Dahinter könnte sich ein Hohlraum befinden. Ja, könnte. Könnte aber auch nicht sein. Oh Gott, okay, ein Tor. Also ich habe auf jeden Fall schon mal den Eingang gefunden. Steine, immer diese Steine. Ich habe einen Trauer. Sie sehen seltsam aus. Sie sehen nicht aus, als wären sie zufällig so hingefallen. Es sieht aus, als... Ach so, es sieht aus, als ob sie da wahrscheinlich jemand hingetan hätte. Und darunter ist der Schlüssel. Eine Figur aus Stein. Okay, ich dachte, der Schlüssel sei da drunter. Unter solch Sachen werden könnte doch immer... Könnte eine Schachfigur sein. Ja, natürlich ist das eine Schachfigur. Da ist ein Schachbrettmuster. Aber normalerweise ist doch unter solch Steinen immer der Schlüssel zur Tür versteckt. Ein schwerer Steinsockel. Da sind vier Vertiefungen. Dazwischen sind noch weiße und schwarze Farbreste zu erkennen. Wie bei einem Schachbrett. Oh nein. Wir müssen jetzt wirklich vier Figuren finden. Was ist denn das für ein dämlicher Sicherheitsmechanismus für ein... Wenn das hier so eine Art Schachbrett sein soll, dann fehlen eindeutig die Figuren. Was ist, aber jetzt mal ohne Witz, was ist das denn für ein Sicherheitssystem, dass da Schachfiguren rein müssen? Hey, was ist das denn? Noch eine Figur. Das ist eine kleine Figur aus Stein. Sie sieht aus wie eine Schachfigur. Es ist die Dame. Okay, die werden wir noch einsetzen.
Ist egal, in welches Loch, glaube ich. Wir setzen sie einfach mal bitte ein. Da tut sich gar nichts. Da tut sich gar nichts. Dann halt in das Loch. Ich habe ein leises Klicken gehört. Okay, das heißt also noch, dass wir noch zwei schwarze Figuren finden müssen. Und das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, als ein bisschen im Gras rumzuwühlen. Und ich befürchte, dass Angelina wahrscheinlich noch so eine Figur bei sich hatte. Auf jeden Fall bedanke ich mich auf jeden Fall heute fürs Zuschauen. Ist wieder richtig viel passiert, finde ich. Wir haben Mr. Bobby kennengelernt, wir haben gesehen, dass Angelina verbrannt ist und wir haben gesehen, dass Darren so langsam aber einen Haumich bekommt. Und deswegen sage ich bis dahin, bis morgen und auf Wiedersehen mit eurem Gabros, Haru und ciao.